Herzlich willkommen, guten Abend zum ersten interreligiösen Dialog 2021. Schön, dass schon so viele sich zugeschaltet haben und uns digital, aber immerhin verfolgen und hoffentlich auch aktiv teilnehmen werden an dieser Veranstaltung Kunst im interreligiösen Dialog. Das Thema für heute Abend, Sünde und Vergebung, ist aus einer anderen Dialogveranstaltung hervorgegangen. Und so freue ich mich sehr, dass wir heute gezielter zu diesem Thema von Sünde, der Bedeutung von Sünde, sündhaftem Verhalten, Fehlern, die wir machen, dass wir dem genauer nachgehen können. Und ich begrüße dazu ganz herzlich die drei Referierenden. Ich begrüße zunächst Monika Kaminska. Sie ist uns heute Abend per Mikro zugeschaltet. Frau Kaminska ist Erziehungswissenschaftlerin und jüdische Philosophin. Sie arbeitet als oder hat einen Lehrauftrag unter anderem an der Universität Hamburg bei den Erziehungswissenschaften, im Fachbereich Erziehungswissenschaften. Und sie ist Spezialistin in dem Bereich jüdische Philosophie und Bildung, hat in diesem Kontext zahlreiche Publikationen geschrieben und ist auch eine sehr gefragte Referentin im In- und Ausland. Ich freue mich sehr, dass sie heute Abend dabei ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich begrüße des Weiteren ganz herzlich Munib Dukali. Er ist Imam an der Eliman-Moschee in Harburg und er ist der Dialogbeauftragte der Schura Hamburg, dem Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg e.V. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich Nils Clausen. Er ist, wie wir sehen können, in der buddhistischen Religionsgemeinschaft Hamburg e.V., aktiv. Er ist dort Mitglied im Vorstand und ist in weiteren buddhistischen Organisationen, auch bundesweiten Organisationen, Dachorganisationen aktiv. Er ist in vielerlei Hinsicht dort der Beauftragte im interreligiösen Dialog, unter anderem auch im interreligiösen Forum in Hamburg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Diese Veranstaltung digital durchzuführen heißt, wir brauchen technische Begleitung und die sehen Sie nicht, die sehen wir jetzt auch nicht, aber Sie begleiten uns in der Veranstaltung. Und das ist mir ganz wichtig, mich einmal zu bedanken bei der Familie Akan, die die technische Verknüpfung zwischen Zoom und YouTube organisiert und vieles mehr. Außerdem bei Caroline Stoppe, die den Chat begleitet. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Nehmen Sie die Möglichkeit bitte wahr, über den Chat Fragen zu stellen, Gedanken zu äußern. Diese Fragen, Gedanken landen bei mir und ich werde sie, soweit das geht, in den Dialog mit einbeziehen. Denn das ist ja eigentlich ein Herzstück der Veranstaltung, wenn wir im Museum sein können, dass die Besucherinnen und Besucher mit einbezogen werden und eben sich auch beteiligen können. Immerhin haben wir so die Möglichkeit. Soweit. Ich beginne und blende das erste Gemälde ein. Es ist ein Gemälde, das manchen Besucherinnen und Besuchern der Hamburger Kunsthalle vielleicht vertraut ist, aber es ist ein sehr kleines Werk und es kann dadurch oft übersehen werden. Das Gemälde ist von Franz Timmermann und hat den Titel Sündenfall und Erlösung. Es ist sehr klein, wie ich schon sagte, nämlich 39 mal 32 Zentimeter. Und dieses Gemälde ist von Franz Timmermann gemalt, einem Hamburger Maler. Es ist um 1540 entstanden. Und das Interessante von Franz Timmermann ist, deswegen erwähne ich das kurz, dass er vom Hamburger Rat als Schüler nach Wittenberg geschickt wurde zu Cranach dem Älteren, dem Künstler Lukas Cranach dem Älteren. Das ist ein Künstler, der in der Zeit der Reformation gearbeitet hat und diesen reformatorischen Gedanken, den hat Timmermann quasi mitgenommen und ist auch in diesem Gemälde sicher zu finden, das eben wie gesagt um 1540 entstanden ist. Bei diesem Gemälde ist jede Menge zu sehen. Dass es so klein
in dem Ausmaß ist, wundert noch mal mehr über die Vielfalt der Darstellung. Und insofern ja, muss man wirklich genau schauen, was einem da ins Auge fällt. Das ist für Sie zu Hause an Ihren Endgeräten vielleicht eine ganz spannende Sache zu überprüfen, wo bleiben Sie mit Ihren Augen vielleicht haften, was fällt Ihnen ins Auge. Und genau diese Frage ist natürlich auch die Eingangsfrage an die drei Referierenden. Wie geht Ihnen das? Jetzt sehen Sie das Gemälde zum zweiten, vielleicht auch zum dritten Mal. Deswegen auch so ein bisschen die Erinnerung daran, als Sie es das erste Mal sahen. Was war das, was Ihnen ins Auge gefallen ist? Herr Ducali, vielleicht mögen Sie starten. Was, ja. Ja, sehr gerne. Also jetzt ohne den Hintergrund des Bildes jetzt zu kennen, mir fällt sofort auf, ganz hinten erstmal das Bild von Adam und Eva, die vom Baum versuchen zu essen, von der Schlange verführt werden, dann das Bild von dem alten Mann mit der Schrift, die er so hält, und gegenüber ihm eine unbekleidete Person, die sich abwendet, auf die Schrift zu gucken. Nacktheit steht wiederum auch vielleicht für Sünde. Ganz hinten das Bild von, nehme ich an, Jesus auf dem Kreuz. Ich nehme an auch, dass das soll bezeichnen, dass Jesus für die Sünden der Menschheit gestorben ist, was wiederum dem islamischen Glauben widerspricht, da jeder Mensch für seine Sünden verantwortlich ist und keine lasttragende Seele trägt der Sünde einer anderen. Ja, und noch ganz rechts das Bild von dem Mann mit dem roten Gewand, der irgendwie ein Speer in der Hand hält und nämlich antötet. Tod ist oder jemanden zu töten ist auch wiederum eine Sünde im Islam. Mhm. Das ist erstmal, was mir sofort auffällt. Ja, ich finde das auch wirklich interessant, was Sie gesagt haben, schon einige Details mit der Bedeutung Jesus und dem Aufnehmen von Sünden. Da werde ich nachher nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das sind wirklich wichtige Aspekte, auch eben genau aus Ihrer Sicht, aus der Sicht Ihrer muslimischen Tradition. Frau Kaminska, vielleicht können Sie Gedanken aufnehmen von Herrn Ducali, oder was waren die Dinge, die Ihnen ins Auge gefallen sind? Jetzt wieder ins Auge fallen. Fast die gleiche, bloß in der Mitte sehe ich einen Baum. Ja? Also ja. Gleich in der Mitte, also eigentlich zwei Bäume. Ich nehme an, dass das der große Baum ist, bedeutet Baum des Lebens. Ja? Also das wie in jüdischer Mystik auch zum Beispiel in Kabbalah so präsent ist. Neben also dass diese erste Sünde sozusagen, Adam und Eva mit diesem Baum der Erkenntnis. Ja, das ist, diesen Unterschied ist auch wichtig. Mhm. Da sehe ich auch Mose, der die Tafel mit 10 Geboten zeigt. Ich nehme an, der Menschheit, also symbolisiert diesen nackten Mensch, also weder Frau noch Mann kann man erkennen. Wahrscheinlich symbolisch für die Menschheit, aber Menschheit wendet sich ab.
Das merkt man also mit dem Gesicht. Ja, links ist es, aber ich vermute, dass es nicht um den Prophet Jona geht, ne? Also im Maul des Tieres. Ne? Also es ist wahrscheinlich nicht. Also schwierig zu erkennen, was diese Person bedeutet. Und dahinter weiß ich nicht, also diesen Krieger mit Schwert, es ist auch für mich ein bisschen schwierig. Also ich weiß, dass der Prophet Elia zum Himmel, in einem Feuerwagen zum Himmel gefahren ist und soll kommen. Also vor dem Messias soll zurückkommen und die Menschheit von den, also zu helfen, sich von der Sünde zu befreien. Ne? Aber ob das sich um Elia handelt, bezweifle ich. Ne? Was mich auch ins Auge fällt, also der Baum in der Mitte. Also von der christlichen Seite ist es voll mit Blättern, also wirklich ganz schöne Pflanzenentwicklung. Und von der jüdischen Seite, es ist ja fast tot, also sozusagen, ja, also winterlich, verschläft. Also ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll. Es ist für mich ein bisschen schwierig, weil das eine Bewertung auch bedeutet. Ne? Also diese Seite, diese Schattenseite für das Christentum ist für mich ein bisschen problematisch. Das ist eine Bewertung, die das Judentum ein bisschen unterstuft. Ne? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und in der Tat sind auf der linken Seite Szenen der hebräischen Bibel zu sehen, während auf der rechten Seite des Baumes neutestamentarische Darstellungen oder Erzählungen dargestellt sind. Und diese Wertung, ja, da haben Sie recht, die ist in dem Gemälde enthalten. Und vorne links, das vielleicht einfach als Ergänzung, das ist sozusagen das Höllentor als ein Maul, das ist in der christlichen Malerei oft so dargestellt, in dem eben die Sünder, die Sündigen sozusagen darben. Ja, vielen Dank, Frau Kaminska, vielleicht erstmal so weit. Und Herr Clausen, wie ist Ihr Blick aus buddhistischer Sicht auch im Hinblick auf das Thema Sünde, aber vielleicht auch erstmal als ein Blick, was Ihnen so ins Auge fällt? Ja, also wenn ich erstmal so vielleicht meine ersten auch emotionalen Eindrücke schilder, die ich da so gesehen habe, ist es gar nicht so ein Bild, was man so, finde ich, wo ich jetzt erstmal anfangen würde, es zu analysieren, sondern eben einfach auf die Wirkung zu achten, die es auf mich hat. Also es ist, finde ich, recht düster. Nicht jetzt unbedingt so von den Farben her, aber es ist irgendwo von der Bedeutung her, von dem, was man da sieht, von der Szenerie her, es ist düster. Und ich habe relativ schnell, ist mir der Himmel auch aufgefallen, der sehr dreuend wirkt. Also, und hinten die Wolken leuchten so, als ob sie von einem Feuer oder irgendwas beleuchtet würden, aber dahinter ist der Himmel eben ganz dunkel. Und das wirkt sehr unheimlich, finde ich. Und wenn man sich die gesamte Szenerie anguckt, ist da doch, finde ich, fällt mir auf, dass da sehr viel Leid, es ist sehr viel um Leiden und um Schmerz und so geht. Aber also man sieht tatsächlich ja jemand hier im Höllenfeuer auch noch zusätzlich in so einem Maul eines Ungeheuers leiden. Auf der rechten Seite ist das so ein bisschen schwierig zu erkennen, dieser Mann im Mantel mit dem Speer, der eine irgendein Monster, wie aus einem Horrorfilm, tötet, das ja so eine Mischung ist aus einem menschlichen, aus einem Leichnam und einem Tier. Und ich finde auch, auf mich wirkt die Person in der Mitte des Bildes
mir kommt da nicht zuerst die Sünde in den Kopf. Das liegt aber auch daran, dass es diesen Begriff im Buddhismus überhaupt nicht gibt. Und auch die Vorstellung dahinter, die passt nicht zur buddhistischen Philosophie. Auf mich wirkt der Mensch eher sehr fragil, also sehr ungeschützt. Zumal, wenn man das Ganze, diese dunklen Dinge, die da passieren, so zusammennimmt, dann ist das eine Person, so, wo man denkt, die ist ja wirklich dem total nackt ausgeliefert. Also nackt sein würde ich hier eher so als ein bisschen wie ein Opfer oder jemand, der eben sehr vulnerabel ist, ansehen. Dann, ich sehe da auch, wenn ich mich nicht täusche, links oben so einen zornigen Gott mit einem Schwert und einer Rute oder so, die neben seinem Kopf schweben. Also das, ja, insgesamt finde ich einfach auffällig, dass dafür, dass es ein spirituelles Bild sein soll, dass es doch sehr so von Leiden und schlimmen Dingen geprägt ist und doch recht wenig. Ich sehe gar nichts Hoffnungsvolles eigentlich. Ich nehme mal an, dass manche den Jesus vielleicht am Kreuz als was Hoffnungsvolles ansehen. Also das vermute ich jetzt einfach mal. Ja, also wie gesagt, das auf mich hat das erstmal so ein bisschen so eine bedrückende Wirkung, das Bild. Ja. Ja, vielen Dank. Und dass diese Blicke von Ihnen, die eben noch nicht in der christlichen Tradition behaftet sind, das war mir tatsächlich auch wichtig. Wir hatten kurz darüber gesprochen, warum gibt es eigentlich keinen christlichen Referent an dieser Dialogveranstaltung, wo es doch so ein christliches Werk ist, das den Ausgang darstellt zum Dialog. Und zum einen ist die Sammlung der Kunsthalle sehr geprägt von christlichen Werken, aber ich finde es eben so wertschöpfend und schätzend, Ihre Blicke zu sehen und Ihre Gedanken. Und ich knüpfe jetzt mal an ein, zwei Gedanken an, die Sie hatten, gehe gleich aber nochmal auf zwei Bemerkungen aus dem Chat ein. Es ist einmal hingewiesen worden, dass auf diesen Gesetzestafeln, die Moses dem nackten Menschen, der tatsächlich so symbolisch für die Menschheit stehen soll, entgegenhält, sieht das aus, als wenn das nur 8 Gesetzestexte, Gesetze wären. Und es war der Hinweis, dass interessanterweise auf der Seite der hebräischen Bibel links das zu sehen ist, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Clausen, nämlich hinten auf der Weltkugel und dem Regenbogen ist die Christusfigur als richtende Figur mit einem Schwert und einer Lilie dargestellt. Interessanterweise gibt es ja diese Vermischung. Und Herr Dukali, Sie hatten gesagt, dass manche Dinge, die Sie auf dem Gemälde sehen, aus der islamischen Tradition entweder als sündhaft verstanden würden oder nicht funktionieren. Also ich sage das jetzt ein bisschen heruntergebrochen, und Sie hatten das im Hinblick auf Jesus gesagt, dass er eben, dass dieses Konzept der christlichen Tradition, dass Jesus durch den Tod die Sünden der Menschen aufnimmt, dass das in der islamischen Tradition eben nicht existiert und auch nicht funktionieren würde. Und deswegen würde ich einmal ein bisschen weggehen vom Gemälde und Sie drei fragen, was ist das, was als Sünde in Ihrer religiösen Tradition definiert wird? Genau, und wie wird damit umgegangen? Aber vielleicht erstmal, was ist was Sündhaftes oder wie begeht der Mensch eine Sünde? Herr Dukali. Ja, erstmal der Begriff Sünde wurde im Koran unterschiedlich bezeichnet. Ich meine, mit verschiedenen Begriffen. Es gibt einmal der Begriff Abscheulichkeit, dann der Begriff böse Tat, dann haben wir den Begriff Sünde und etwas niedriger der Begriff Verfehlung. Wenn wir von Sünde im Islam sprechen, dann verstehen wir daraus, dass
jeder Mensch sündig ist. Das heißt, dass jeder Mensch begeht Fehler, gerade weil er Mensch ist. Und die erste Sünde wurde von dem Vater der Menschheit, Adam, und seiner Frau Eva begangen. Und dadurch sind alle Menschen sündig geworden. Es muss nicht sofort etwas Schlechtes sein, es gibt aber auch darin was Gutes, nämlich dass der Mensch durch seine Sünden Gott näher kommen kann, dass er aus seinen Sünden lernen kann und von den Sünden oder durch diesen Sünden sich verbessern kann. Es gibt verschiedene Überlieferungen von dem Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, wo es heißt, dass wenn die Menschen keine Sünden begehen, dann würde Gott andere Menschen erschaffen, die Sünden begehen und sie bereuen, um Gott näher zu kommen. Wir sprechen auch im Islam von großen und kleinen Sünden. Große Sünden, die etwas schwerwiegender sind, wie beispielsweise Töten, gegenüber den Eltern ungehorsam sein oder nicht gütig gegenüber den Eltern zu sein, Unzucht zu begehen. Und dann gibt es auch kleine Sünden bzw. kleine Fehler, die man macht. Wenn ich weiter ausführen darf, um diese Sünden zu bereuen, gibt es verschiedene Schritte im Islam. Es gibt erstmal Sünden, die man gegenüber Gott bzw. gegenüber sich selbst macht. Und dann gibt es auch Sünden, die man gegenüber anderen Menschen macht. Das heißt, anderen Menschen Unrecht tut. Und dann die Sünden, die man gegenüber Gott bzw. gegenüber sich selbst macht, kann man bereuen, indem man an erster Stelle die Sünde verlässt, dann die Sünde bereut und schließlich sich entscheiden, nicht zu dieser Sünde zurückzukehren. Mhm. Es kann aber passieren, aber man sollte dann in dem Falle nochmal bereuen und die Sünde verlassen und so weiter. Das heißt, man kann so lange bereuen, solange man die Möglichkeit dazu hat. Das heißt, solange man lebt. Okay. Und dann, wenn diese Sünde gegenüber anderen Menschen getan wird, dann kommt noch dazu, dass man den Menschen ihre Rechte zurückgibt. Das heißt, wenn man etwas gestohlen hat, dann sollte man das zurückgeben. Wenn man über jemanden gelästert hat, dann sollte man um Verzeihung bitten. Also diese Menschen ihre Rechte zurückgeben. Mhm. Ja. Ich habe einen Gedanken von Ihnen von ganz am Anfang noch im Kopf, neben dem, was Sie jetzt gesagt haben, aber das fand ich richtig interessant, dass Sie gesagt haben, es gibt diese ja fast Notwendigkeit, Sünde zu begehen oder Fehler zu machen, um zu lernen. Und das ist was, was ich gerne als Gedanke an die anderen beiden weitergeben würde, an Monika Kaminska und Nils Clausen. Herr Clausen, vielleicht, Sie hatten schon angedeutet, in der buddhistischen Tradition spricht man nicht so über Sünde, aber sicher werden die Menschen, auch Buddhistinnen und Buddhisten, Fehler begehen, im Sinne vielleicht auch, wie sie Munib Dukali gerade beschrieben hat. Wie ist das? Führen Sie uns ein. Also den Begriff Sünde gibt es, denke ich, vor allem aus dem Grund nicht, weil hinter der Sünde steckt ja letztendlich ein theologisches Konzept, nämlich dass man sich an Gott oder den Regeln Gottes versündigt. Und dass, da wir Buddhisten nicht an einen Gott glauben, kann das so schon mal gar nicht existieren. Also die Sünde, da ist es ja so, dass
dass es da verschiedene Arten von, sagen wir mal, von Vergehen oder von Dingen geht, um die es da geht. Also die Dinge, die, sagen wir mal, im Strafgesetzbuch aufgeführt sind, dass man nicht töten darf, dass man nicht stehlen darf und so, die verstehen sich ja von selbst und ich glaube, die sind überall natürlich als Straftaten oder als, wenn man wirklich andere Menschen schädigt, ja, werden als nicht gut angesehen. Was jetzt mit dem, ich stamme ja selber auch aus Deutschland und aus einer christlichen Tradition, mit dem Begriff Sünde im Christlichen, da verbinden sich ja auch, ich sage es einfach so, weil ich kann das jetzt fürs Jüdische oder fürs Muslimische, für den Begriff der Sünde nicht, kann ich dazu nicht sagen. Aber na, da haben wir ja die Referenten, das brauchen Sie genau. Nicht. So, und beim Christlichen, also natürlich ist das ja so, dass auch die meisten Buddhisten hier, zumindest wenn sie aus Deutschland stammen, sind ja ursprünglich häufig, kommen die aus dem Christlichen und haben sich dann irgendwann abgewendet und sind da Buddhisten geworden. Und auffällig, also was mir schon mal aufgefallen ist, ist, dass der Begriff der Sünde dabei relativ häufig eine Rolle spielt, weil es eben als etwas angesehen wird, was, naja, als ein Konzept, nämlich besonders dann, wenn es eben nicht so um klassische Straftaten geht, aber wenn es zum Beispiel um spirituelle Dinge geht, ne, dass man also zum Beispiel nicht an Gott glaubt, dass man auch die Autorität Gottes dann nicht anerkennt, dass das eben als Sünde gesehen wird. Und auch der ganze Bereich so der Sexualmoral. Herr Clausen, ich glaube, es ist gut, wenn Sie tatsächlich versuchen, die buddhistische Sicht darzustellen. Ja. Und weil, genau, sonst bräuchten wir einen christlichen Referenten dazu. Den haben wir heute Abend nicht. Deswegen, ja. Ich glaube, es ist ganz gut, weil ich das eben sehr interessant finde, dass Sie sagen, es gibt, Sie glauben nicht an einen Gott. Deswegen gibt es erstmal dieses Konzept der Sünde nicht. Aber es gibt ja auch unter Buddhistinnen und Buddhisten sicher das, was zum Beispiel Herr Dukali gesagt hat, dass es eben kleinere Fehlverhalten gibt, dass man jemanden Unrecht tut und jemanden Leid zufügt. Wäre das ein Verständnis von, ich habe mich vielleicht schuldhaft verhalten und wie gehe ich damit um? Ja, also im Buddhismus gibt es eigentlich so eine, also oder im Kern der buddhistischen Ethik eine recht einfache Formel. Nämlich gut ist das, was heilsam ist für einen selbst und für die Umgebung und schlecht ist das, was unheilsam ist für einen selbst und für die Umgebung. Das heißt, da steckt schon mit drin, wenn man etwas bewertet, ob es gut oder schlecht ist, dann darf man nicht nur bewerten, wie ist das jetzt, wie ist das für mich, sondern man muss auch eben immer mit reinbeziehen, dass andere, die Umgebung, das heißt andere Menschen, aber auch die sozialen Strukturen, in denen man ist, die Umwelt, alles, dass das eben auch geschädigt werden könnte. Und das heißt, an sich gehen die Buddhisten, wir haben nicht sowas zum Beispiel wie die 10 Gebote, sondern wir haben die 5 Silas, das sind aber mehr so, das sind Übungen. Und das sind keine festen Regeln, sondern das sind Anregungen, wie man im Umgang mit anderen Menschen, wie man sich ethisch verhält. Und letztendlich, die sind, also ich übe mich darin, nicht zu töten, ich übe mich darin, nicht zu stehlen, ich übe mich darin, nicht zu lügen, ich übe mich darin, keine unheilsamen sexuellen Handlungen zu vollziehen und ich übe mich darin, meinen Geist nicht durch Drogen zu schädigen. Das sind so die 5 Übungsfelder und die sind bewusst so formuliert, also erstmal, das heißt nicht, du sollst nicht, sondern ich übe mich darin, dass man es selber als eine Übung betrachtet, da immer besser zu werden. Weil das ja auch so sind, dass so ist, niemand ist perfekt. Das heißt, man verstößt auch natürlich auch gegen diese Dinge, um die es da geht. Und das soll einem auch bewusst sein. Und man soll sich aber üben, immer besser zu werden. Und das Entscheidende ist letztendlich, dass man das immer misst an dieser Formel. Wird dadurch Leiden, wird dadurch Unheilsames verursacht oder wird dadurch etwas Gutes verursacht? Und daran misst man alles und
Jetzt was Sexualität zum Beispiel angeht oder eben auch Nacktheit, das ist etwas, was nie, oder das der Buddhismus nie thematisiert hat. Also, da können wir vielleicht beim zweiten Gemälde drauf genauer eingehen. Ist das okay? Ja, natürlich. Ja. Kann ich etwas dazu sagen? Unbedingt. Ja, also zwei Sachen. Sünde und Lernen. Duhalli hat das gerade thematisiert. Das ist enorm wichtig. Wir sehen auch auf diesem Bild diese erste Sünde. Und mit dieser Geschichte ist noch eine zusätzliche Geschichte im Judentum verbunden. Nach der Sünde versteckt sich Adam im Wald und ist nicht sichtbar. Und Gott sucht ihn und ruft, Ayeka, wo bist du? Und Adam versteckt sich und meinte, nein, das war ich nicht, das war die Schlange, nein, das war die Eva und so weiter. Die Geschichte geht weiter. Und plötzlich stand Adam gegenüber Gott und sagt, Hineni, hier bin ich. Beantwortet, ja? Also antwortet auf die Frage des Gottes. Und diese Akt der Verantwortung ist es auch enorm wichtig, also für menschliche Bewusstsein, also bewusst zu machen, die Fehler bewusst zu machen und daraus zu lernen. Und diesen Lernprozess entsteht in dieser Verantwortung, verantworten. Das ist wichtig und das ist Sünde, Sünde auch, dass man verantwortet. Man ist menschlich, man macht Fehler, ja? Aber das Wichtigste ist, sich zu stellen. Ja? Die andere Sache, also wir haben im Judentum haben wir, oder das Judentum hat bestimmte Gesetze, also 10 Geboten, das auf den Tafel 8 stehen, das ist tatsächlich merkwürdig. Also vor Mose gab es 7 Gebote. Ja? Und nach Mose sind es jetzt 10 Gebote auf den Tafel. Und die sind erhältlich in 613 Gesetzen mit Wort im Judentum. 248 Gebote und 365 Verbote. Ja? Und das normalisiert auch jüdisches Leben. Also da kann man sich orientieren und an diese Gesetze. Und diese Gesetze sind fest und klar gestellt zum einen. Zum anderen sind sie offen für die weitere Diskussion. Ja? Also es ist nicht dogmatisch. Die sind fest formuliert, aber die sind als Grundlage für die Diskussion. Ja? Also inwieweit habe ich das Gesetz übertreten und so weiter. Ne? Das kann man in einer Gemeinde mit Rabbiner oder mit anderen Männern, jetzt auch Frauen, diskutieren. Eine kurze Nachfrage, sind die Verbote auch diskutierbar und sind einer vielleicht neueren Auslegung geöffnet oder sind es nur die Gebote? Alles. 613 Gesetzen sind als Grundlage der Diskussion, ja, für menschliches Leben. Also. Und die Diskussionen orientieren sich situationell, also existenziell an Menschen, ja, also an die existenzielle Situation des Einzelnen. Ja. Und das von Generation zu Generation, von Mensch zu Mensch anders. Und das muss man auch respektieren. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der nochmal ganz interessant wird beim zweiten Gemälde, wo wir dann konkreter nochmal auf nämlich das Thema Sexualität und Erotik eingehen. Ich weiß nicht, unterbreche ich Sie jetzt, Frau Kaminska? Nein. Okay, ich würde nämlich nochmal den Gedanken aufnehmen von dieser, was Sie angedeutet haben, dass es Gesetze gibt, die eben Gebote und Verbote sind und die aber immer lebendig diskutiert werden in der Gemeinde. Wie ist das in der koranischen oder islamischen Tradition? Gibt es dort auch, kann man sagen, festgeschriebene Gesetze? Und sind die
zum Beispiel in der Exegese auch immer wieder neu diskutiert? Ja, es gibt, ich sage nicht feste, sondern eindeutige Verse im Koran, wo jeder, der es liest, weiß, dass es eine Sünde ist, ein Verbot ist. Und es gibt mehrdeutige Verse, die unterschiedlich von den Exegeten erklärt wurden. Als Beispiel jetzt für eindeutige Verse, Sure 6, Vers 151, sagt, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts bei Gesellen und zu den Eltern gütig sein und tötet nicht eure Kinder aus Armut. Wir versorgen euch und auch sie und nährt euch nicht den Abscheulichkeiten, was von ihnen offen und was verborgen ist, bis zum Ende des Verses. Da ist es eindeutig, du sollst nicht töten, du sollst deine Kinder nicht aus Armut töten, du sollst Gott nichts beigesellen. Das kann man nicht anders deuten. Mhm. Es gibt aber auch Verse, die mehr deutlich sind. Und man kann sie unterschiedlich erklären. Und es ist auch nicht eindeutig, ob das eine Sünde ist. Wenn wir von Sexualmoral sprechen, Erotik im Islam, da fällt mir Analverkehr ein. Da gibt es einen Koranvers darüber und die Exegeten haben unterschiedliche Meinungen. Ist das jetzt verboten im Islam oder nicht? Es gilt aber, dass Gott alle Sünden vergibt. In Sure 39, Vers 53 heißt es, sag, oh meine Diener, die sich selbst Unrecht, die gegenüber sich selbst Unrecht getan haben, Gott vergibt alle Sünden. Mhm. Eine Sünde, die Gott nicht vergibt, ist ihm etwas beizugesellen. Das heißt, an Gott, an einen Gott nicht zu glauben. Okay. Genau. Ja. Danke, jetzt hat sich Monika Kaminska nochmal gemeldet, aber Herrn Clausen, genau, möchte ich auf alle Fälle auch das Wort geben. Frau Kaminska, ich glaube, es war eine Reaktion direkt nochmal auf Herrn Lucali, ist das richtig? Ein bisschen, also bevor wir zur Sexualität übergehen, ja, möchte ich auch zu einem jüdischen Fest, also der höchste jüdische Fest heißt Versöhnungsfest, Yom Kippur. Tag der Versöhnung und findet am 10. Tischri, also Monat Tischri statt und nach dem jüdischen Kalender natürlich und das ist September, Oktober und findet statt nach dem jüdischen Neujahr, Rosh Hashanah. Neujahr öffnet eigentlich diese Büße oder Versöhnungstage. Ne? Also das sind 10 Tage nach Rosh Hashanah findet Yom Kippur statt. Und die Menschen haben Zeit, in diesen 10 Tagen die Sünde zu erkennen, also Fehler, menschliche Fehler erkennen, lernen und vor allem die anderen Menschen um Vergebung zu bitten. Mhm. Ja, das ist enorm wichtig, dass der andere vergibt. Ne? Also der Mensch kann vergeben und vielleicht vergibt der Gott auch, aber das weiß man überhaupt nicht. Ne? Das ist die Sache, die das Judentum nicht richtig, so viel ich weiß, klärt. Das ist wichtig auch im Kontext, also es sind auch im Christentum Stimmen aus dem Christentum, dass Juden zum Beispiel Holocaust nicht verzeihen. Mhm. Und also ich denke, dass in diesem Kontext ist es für einen Juden überhaupt nicht möglich zu verzeihen, weil nur das Opfer, zum Beispiel bei Tötung des Menschen, ja, was im Holocaust stattgefunden hat, nur das Opfer kann verzeihen. Das Opfer
ist nicht am Leben. Ja, und das, deswegen ist es die schlimmste Sünde. Also wirklich wahrscheinlich auch in allen anderen Religionen, ne? Weil das Leben ist gelöscht, mhm, ja, des anderen Menschen. Mhm. Und es gibt keine Chance, das wieder zu beleben, ne? Also das, die Situation gut zu machen. Andere Sachen und Sinn kann man gut wieder gut machen. Das ist der Sinn auch Yom Kippur, dass man zurück zu sich selbst kommt. Tshuva heißt das im Judentum, dass man umkehrt, also von irgendwelchen Abweichungen, ja, also Leidenschaften und so weiter. Das ist die Chance und das sind diese konkrete 10 Tage, die Menschen wirklich für diese Prozesse, Lernprozesse haben. Ja, ja, ja. Wieder interessante Verbindung auch zu dem, was Herr Dukali gesagt hat, mit wie kann eine Versöhnung oder ein Vergeben stattfinden. Das finde ich interessant, dass es da auch Parallelen gibt. Herr Clausen, Sie haben sich gemeldet. Ja, ich wollte kurz auch noch mal was zu den Regeln sagen und warum es bei den Buddhisten eigentlich wenig feste Regeln gibt. Also das hat den Grund darin, dass der Buddha gesagt hat, dass die Realität, die Wirklichkeit lässt sich erfahren, aber sie lässt sich nur unzulänglich in Worten ausdrücken. Das heißt, dass dass man immer sehen muss, wie die Situation ist, also und aus der Situation heraus reagiert. Und ein Problem mit den Worten ist auch, dass der Buddha hat dabei von Konzepten gesprochen, dass Konzepte eben immer was Festes sind. Das heißt, und Konzepte darunter wird verstanden, zum Beispiel Regeln, Erklärungen, Theorien, dass diese Konzepte scheinbar die Realität in manchen Situationen ganz gut darstellen, aber in anderen Situationen dann eben dann nicht richtig funktionieren, weil eben einfach die Perspektiven unterschiedlich sind, weil jede Situation anders ist und weil wir als Buddhisten auch immer angehalten sind, achtsam mit allem umzugehen. Das heißt, Dinge zum Beispiel aus allen Perspektiven anzusehen und keine festen Meinungen zu bilden, die dann so eine Ja- oder Nein, eine Sache so ein für alle Mal klären und wo aber klar ist, dass es andere Gesichtspunkte gibt, die das eben wieder ganz anders sehen. Und was, das heißt, deswegen ist da so ein gewisses, und was der Buddha noch gesagt hat, die Konzepte muss man in jedem Fall immer prüfen. Das heißt, auch seine eigenen Aussagen hat er seine Jünger zu aufgerufen, prüft das und wenn es für euch funktioniert, dann ist gut, dann könnt ihr danach leben, aber wenn es für euch nicht funktioniert, dann ist es auch nicht richtig, dann sucht euch was anderes. Und das ist so halt der Geist, aus dem heraus, dass es schwierig ist, so ganz feste Regeln zu erstellen. Und was, wenn es darum geht, dass man Fehler gemacht hat und vielleicht jemanden geschädigt hat, da kommt ja ins Spiel auch beim Buddhismus das ist der Gedanke des Karmas, dass man die Dinge, wenn man unheilsame Handlungen vollbringt, dadurch vielleicht jemanden schädigt, dass das eine Spur hinterlässt. Das wird so ein bisschen so beschrieben wie Samen, die gesetzt werden und aus denen dann, die dann irgendwann tragen und die dann eben bestimmte Folgen haben. Und das heißt, dass wir Buddhisten davon ausgehen, dass es allerdings aus uns selbst heraus, dass wenn wir etwas Unheilsames tun, dass wir dann eben auch anhand der Konsequenzen merken, dass das nicht gut war und daraus auch lernen. Also das ist vielleicht auch die Verbindung, die eben ja genannt wurde. Man macht ja Fehler, um aus ihnen zu lernen. Man reift und wächst an Fehlern. Und ja, das drückt sich eben im Buddhismus in dem Gedanken des Karma aus. Das heißt, es verlangt einen sehr tief reflektierenden und verantwortungsvollen Menschen im Handeln. Genau. Und ich denke, das
trifft auf die anderen beiden jetzt hier vertretenen Religionen auch zu, aber vielleicht ist es manchmal einfacher, so ein ganz klares Gebot zu haben. Weiß ich nicht, ist eine These. Wenn ich noch einen Satz hinzufügen darf. Bitte, ja. Es gibt auch den Gedanken des inneren Lehrers bei uns. Also für uns gibt es ja keinen Gott, aber es gibt eine Instanz in uns selbst, die verschiedene Namen hat. Also zum Beispiel Erleuchtungsgeist ist ein geläufiger Name. Aber man kann auch sagen, der innere Lehrer. Das heißt, eine Stimme, die einen mahnt. Und eine Stimme, die eben, das ist auch ein Teil von Karma, dass man merkt, okay, ich habe was falsch gemacht. Irgendwie, wie kann ich darauf reagieren? Wie kann ich es wieder gut machen? Eine Stimme, wenn man auf die hört, die einem dabei hilft. Ja. Es ist heute ein wilder Chat im Gange. Und es gibt viele Überlegungen zu den Darstellungen, zu diesen vielen Figuren auf dem Gemälde. Es kam nochmal die Frage, warum sind denn da nur 8 Gesetze geschrieben? Und ich fand das total spannend, Frau Kaminske, dass Sie gesagt haben, die ersten Gesetze sind 7 von Mose und die 10. Nein, nicht Mose. Okay, Entschuldigung, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, und dann sind es 10 und ich würde einfach mal behaupten, dass der gute Timmermann das offensichtlich nicht so richtig wusste. Das passiert nämlich öfter mal, dass so vermeintlich hebräische Schrift benutzt wird. Das ist jetzt zu klein, um das erkennen zu können, ob das reale hebräische Schrift ist oder ob sie nur so abgemalt ist und eben auch so eine Unvollkommenheit oder es ist bewusst gesetzt, das weiß ich aber nicht. Und genau, und die Vermutung auf der rechten Seite, diese Person, die auch Munib Dukali benannt hat, der tötend dargestellt ist, das ist, finde ich wirklich auch, fand ich wichtig, dass Sie das so genannt haben, denn das findet statt, aber es soll Christus sein, als der Auferstandene, der über den Tod siegt und dieses Wesen auf dem Boden soll der Tod sein. Ich sage das jetzt, um klarzumachen, so ein Gemälde ist in dieser Zeit des 16. Jahrhunderts entstanden und hat eigentlich ganz viele Voraussetzungen. Also, dass man diese Bildsprache kennen muss. Und die ist vielen Menschen, auch aus der christlichen Tradition, die christlich sozialisiert sind, nicht mehr geläufig, einfach weil es keine gewohnte Bildsprache mehr ist. Und deswegen finde ich es eben auch ganz wichtig, diese unterschiedliche Lesart und auch die Wirkung eines solchen Gemäldes, auch was Sie sagten, Herr Clausen, dass es auf Sie so unglaublich düster und so wenig ermutigend oder hoffnungsvoll wirkt, dass sich einfach klar zu machen, dass ein Gemälde in einer Zeit entstanden ist und da hatte es eine wahrscheinlich deutliche, eindeutige Leserinnenschaft, aber dass wir heute 2021 einfach eine Gesellschaft sind, die sich aus ganz, ganz vielen Menschen unterschiedlichster Tradition zusammensetzt und die Leseweisen sind eben auch unterschiedlich. Deswegen finde ich das ja ganz gut. Ich habe meinem Mann das Gemälde gezeigt und da meinte er, also ich sehe zuerst die dänische Flagge und das fand ich total gut, er ist überhaupt kein Kunsthistoriker und einfach sich mal klar zu machen, wie viel Voraussetzungen und wie voraussetzungshaft eigentlich solche Werke sind und wo sie eben auch Dinge berühren, die verletzend sein können, was Sie sagten, Frau Kaminska, dass dort eine Religion, nämlich das Judentum, einfach ein Stück weit abgetan wird. So, ich bin jetzt trotzdem mal so frei und schwenke zum zweiten Gemälde über, weil die Zeit uns davon rast. Jetzt. Und ich hatte das schon kurz angedeutet, dass wir uns dem Thema Sexualität, Erotik ein Stück noch konzentrierter zuwenden, weil es uns im Vorgespräch auch wichtig war oder es deutlich wurde, dass wir so eine auch noch eine stärkere Aktualität im Hier und Jetzt thematisieren möchten. Als Anregung für diesen zweiten Teil des Gesprächs
Zunächst dient uns von Max Beckmann das Gemälde Odysseus und Kalypso. Es ist 1943 von Max Beckmann gemalt worden. Er war in der Zeit im Exil in Amsterdam, weil seine Kunst als Entartete galt. Und er wendet sich ganz oft in seiner Exilzeit der Mythologie zu und nutzt mythologische Themen, um möglicherweise eigene Thematiken darzustellen. Der Mythos, vielleicht das noch ganz kurz genannt, von Odysseus und Kalypso beschreibt, dass Odysseus, dieser heldenhafte Krieger, mit seinen Schiffen an den Gestaden, also an der Insel, strandet und alle ums Leben kommen, nur er nicht. Und auf dieser Insel lebt Kalypso. Sie ist eine Nymphe, aber auch eine Göttin. Also unterschiedliche Bewertungen, aber sie hat schon beides. Und Kalypso verliebt sich in Odysseus. Sie möchte ihn unbedingt halten und verspricht ihm ewiges Leben und ewige Jugend. Odysseus möchte aber nach Hause zu seiner Frau. Und diese Begegnung beschreibt möglicherweise die letzte Begegnung der beiden, bevor Odysseus dann die Möglichkeit erhält, sich ein Floß, ein Boot zu bauen und nach Hause zu segeln. Wieder die Frage an Sie drei, die Betrachterinnen, Betrachter zu Hause können auch schauen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, drei Begriffe für das Bild zu finden, für das, was zwischen den beiden passiert, Ihrer Meinung nach, wie Sie es lesen. Was ist das? Also was, wie lesen Sie diese Beziehung zwischen den beiden? Herr Clausen, wie geht Ihnen das? Drei Begriffe? Ja, oder Sie können, müssen das nicht mit drei Begriffen machen, können auch drei Sätze nehmen. Sage ich lieber ein paar Sätze und betone vielleicht bestimmte Begriffe dann stärker oder so. Ja, ich finde das ein sehr ansprechendes Bild. Es ist sehr, sehr schön, es ist modern. Es hat für mich auch irgendwie eine sehr positive Ausstrahlung, weil ich finde, dass die beiden Personen, die wir da sehen, sehr so auf Augenhöhe, sie ergänzen sich sehr schön. Das ist die sind recht verschlungen, zum Beispiel bei den Beinen kann man das kaum, es ist schwer zu erkennen, wem gehört eigentlich welcher Fuß und so weiter. Das finde ich sehr interessant, diese Darstellung. Und mir gefällt vor allem eben auch, dass die Frau so, wie gesagt, auf Augenhöhe ist, dass sie souverän wirkt, sie ist eine Göttin und das sieht man auch ein bisschen, finde ich, sie ist einfach eine imponierende Gestalt. Und sie ist auch die Aktive. Das finde ich auch angenehm jetzt im Verhältnis zu häufig älteren Bildern, wo Frauen mehr so eben passiv meistens sind oder ein Objekt der Begierde oder des Betrachters. Und hier ist sie sehr, sie ist eigentlich die Aktive und er ist eher so, dass er so ein bisschen schlaff da rumliegt, aber ganz entspannt aussieht auch und ich finde das auch interessant mit den drei Tieren, die da zu sehen sind, die ja also einerseits für natürlich so ein bisschen das Triebhafte stehen, aber andererseits, sie beobachten ja auch mehr und haben auch, finde ich, sowas, als ich das erste Mal gesehen habe, hatte ich so ein bisschen vor allem so bei der Katze so das Gefühl von so einem Totem, also sowas Statuarisches, sowas wie die alten ägyptischen Tiergötter, so ein bisschen. Und interessant finde ich auch, das habe ich am Anfang nicht so gesehen, wir sehen ja so zwei, die Katze und das Schwert, so genau so sich gegenüber. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, ob die Katze eher für die Frau dort steht und das Schwert für den Mann als so Attribute oder zugehörig. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche drei Wörter jetzt hier vielleicht alles die wichtigsten gut waren. Also auf Augenhöhe war auf alle Fälle, finde ich, sowas und gleichberechtigt. Ja. Und ganz kurz noch, wir hatten ja so im Laufe des letzten Gespräches so ein bisschen, dass Nacktheit so als Sünde
von manchen empfunden wird. Und das auch aus meiner Tradition heraus kann ich das überhaupt nicht sehen, sondern Nacktheit ist eher was Natürliches, was eben keine, wo man keine Rolle spielt und wo man auch keinen sozialen Status über seine Kleidung zeigt, und sondern wo man ganz, wo man sich öffnet und wo man ganz auch verwundbar ist und keine Rolle spielt und man genauso gesehen wird, wie man ist. Also eigentlich was sehr Positives, finde ich. Mhm. Frau Kaminska. Ja, vieles. Auch zum Thema Nacktheit und jüdische Philosophie. Tatsächlich, also das sind von Angesicht zu Angesicht die Menschen da dargestellt, also Mann und Frau. Der Blick des Mannes geht in die Ferne, also er guckt nicht richtig die Frau zu. Man merkt also eine gewisse Abwesenheit. Also diese Gleichstellung, das ist auch im Judentum, also zuerst ist diese Gleichstellung im Buch der Schöpfung, Mann und Weib, glaube ich, das ist so auf Deutsch, ne, übersetzt. Ja. Also diese und, ne? Also ich, Isha, die stehen sich gegenüber. Mhm. Die sind nicht untergeordnet im ersten Satz der Schöpfung. Mhm. Deswegen sehe ich auch diese Mann und Frau gegenüber. Was die Katze betrifft, also im Judentum ist es schwierig, also Katze, weil vor allem nach dem Auszug aus Ägypten, also man versucht wirklich diese ägyptische Götter nicht zu kultivieren, nicht weiter zu kultivieren. Es war enorm schwierig, das kennt man aus dem Buch Mose, für das Judentum, sich auf einen Gott zu gewöhnen. Also die Katze wurde im Judentum genauso wie die Schlange und der Vogel als Teil der Schöpfung gesehen. Mhm. Aber nicht, Judentum schreibt keine göttliche Bedeutung. Mhm. Ja. Sie wollten zur Nacktheit noch was sagen. Genau. Also die Nacktheit ist auch im Judentum, also Menschen, das ist wirklich eine Schöpfung, also das ist keine Sünde, aber das Zeigen, ja, Zeigen der Nacktheit, das ist eine Übertretung. Und bedeutet eine auch Übertretung wovon? Des Gesetzes, ne? Also das ist, ja. Aber warum? Also das, wenn man sich zeigt, zeigt man sich als Objekt, als Betrachtungsobjekt. Und das verletzt des Menschen, also diese Panoptikum sozusagen, ne? Also diese optische Reduzierung des Menschen zu einem Bild. Ne? Hier sehen wir das auch. Ne? Also sind zu bestimmten Rollen reduziert. Also die Frau Kalypso ist eine Göttin, die hat eine bestimmte Funktion, und genauso Odysseus ist reduziert. Und diese Reduzierung bedeutet auch ein bisschen verletzen, also Menschen verletzen, diesen Verletzungsprozess. Ne? Und auf diese Verletzung baut auch Emmanuel Levinas, also der jüdische Philosoph, französisch-litauischer Philosoph, baut seine Philosophie auf. Also es geht um Nacktheit des Gesichtes. Ne? Mhm. Also Emmanuel Levinas sagt, dass diese Nacktheit so verletzlich ist, dass wenn wir ins Gesicht des anderen Menschen schauen, können wir diesen Menschen nicht töten. Mhm. Das ist unmöglich. Also das Gesicht, nach Emmanuel Levinas, sagt das Gesicht wirklich, töte nicht. Ne? Ja. Diese Verletzlichkeit ist wichtig. Ja, vielen Dank. Ich gebe mal das Wort an Monique Ducali, und vielleicht können Sie an manche Punkte anknüpfen, aber sicher auch wieder gibt es auch wieder Unterschiede. Ja, ich gehe mal ganz kurz nur zurück auf den Punkt, Nacktheit steht für Sünde, was ich am Anfang erwähnt habe.
Wir kennen das aus der Geschichte von Adam und Eva, als sie vom Baum gegessen haben und in die Sünde gefallen sind, wurden sie entblößt. Also in Sura 7, Vers 27 heißt es, O Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen, wie er eure Stammeltern aus dem Paradiesgarten vertrieben hat, indem er ihnen ihre Kleidung wegnahm, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Das heißt, dadurch, dass sie gesündigt haben, wurden sie entblößt und haben sie sozusagen einander nackt gesehen. Das ist jetzt, was mit der Nacktheit zu deuten ist. Zurück zum Bild. Also ich sehe erstmal auf dem Bild Mann und Frau, die auf gleicher Ebene stehen, wobei der Mann sich zurückgelehnt hat und die Frau zu ihm schaut, als ob sie ihn zum Akt einlädt, wobei man nicht sofort Sünde deuten kann. Also es kann ein ganz normaler sexueller Akt in einer ehelichen Beziehung sein. Die Frau zeigt irgendwie Macht mit ihren Blicken und sich steht auch kurz, also vor dem Mann. Das erinnert mich wieder an die Geschichte von dem Propheten Josef und die Frau des Königs, die versucht ihm die versucht hat, ihn zu verführen und zum geschlechtlichen Akt einzuladen, wobei er das abgelehnt hat. Mhm. Dann sehe ich die Bilder der Tiere auf dem Gemälde und daraus kann ich vielleicht das tierische Verhalten bei den Menschen deuten. Also der Mensch ist sozusagen mit seiner Schöpfung, mit seinem Verstand etwas höher als Tiere, wurde dadurch ausgezeichnet. Und dass die Tiere sollen hier das tierische Verhalten zeigen. Das heißt, wenn der Mensch sich seine Begierden oder seine eigene Neigung sich ergibt, fällt er dann in der Stufe der Tiere. Aber wenn er versucht, sich zu erhöhen, vom tierisches Verhalten, also nicht seine eigene Neigung und nur seine Begierden folgt, dann ist er wiederum in der Stufe der Engel. Das heißt, er ist in der Stufe zwischen dem Tier und dem Engel. Es heißt ja auch in einem Koranvers über Menschen, die sich ihren Begierden voll ergeben, sie sind wahrlich wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter vom Weg, sie irren sich noch weiter vom Weg ab. Mhm. Genau. Ja. Ich komme gleich nochmal auf das zu sprechen, was Sie gesagt haben, würde noch ein Stück weitergehen. Ich lasse einmal kurz ein paar von den Kommentaren einfließen. Es gab der Hinweis, dass der Mann völlig gelangweilt zu sein scheint und die Frau eben so die Aktive ist, die ihn verführen möchte. Dann ist auch darauf hingewiesen worden, dass eine Entscheidung offensichtlich gefallen ist und sie betrifft beide. Also beide lassen geschehen oder sind, auch wenn Odysseus der Passivere ist, so lässt er ja geschehen und Kalypso
ist die aktive. Und das wäre so ein Punkt, wo ich gerne anknüpfen würde. Herr Dukali, Sie haben gesagt, wenn ich die Geschichte nicht kenne, dann könnte ich sagen, es ist ein Liebespaar, Ehepaar, die sind vergnüglich auf ihrem Lager. Man sieht ja so unten drunter so ein weißes Laken unter den beiden. Also ist alles fein. Und da würde ich nochmal gerne eine Verknüpfung herstellen zwischen dem Thema Sexualität und Sünde oder sündhaften Verhalten. Sie hatten auch Unzucht genannt als eine Sünde und würde das gerne nochmal thematisieren. Wie ist das in den drei Religionen? Herr Klossen hat das auch schon angedeutet, aber vielleicht erst nochmal Herr Dukali, diese Frage, was ist, wie wird Sexualität gewertet und wo oder wann gilt sie als sündhaft? Gott hat als erstes Mann und Frau als Individuen erschaffen, die einander vervollkommnen. Und durch sexueller Akt, also dass sie ihre Sexualität ausleben können, fördern sie die Nachkommenschaft und sie erfüllen dadurch ihre Aufgabe auf Erde, nämlich als Statthalter Gottes auf Erde zu sein. Das heißt aber auch, dass Sexualität im Islam nicht etwas Schlechtes sein ist, also nicht etwas Böses oder etwas Erdiges ist, sondern der Mensch ist auch dadurch ausgezeichnet, dass er diese natürliche Begierde folgt und tut. Und das zeichnet auch ebenfalls die Propheten und Gesandten im Islam aus, dass sie heiraten und dass sie auch Kinder bekommen und so weiter. Das heißt, dass es kein Mönchtum im Islam gibt. Ja, das ist ein Gebot Gottes, dass die Menschen folgen sollten, wenn sie in der Lage sind. Wenn wir auf den Begriff Sünde zurückgehen, es ist nur innerhalb der ehelichen Beziehung im Islam erlaubt. Das heißt, jeder sexuelle Akt außerhalb der ehelichen Beziehung ist im Islam verboten. Das hat natürlich verschiedene Gründe, die man unterschiedlich deuten kann oder ausführen kann. Aber Mann und Frau sind im Islam ein Zeichen Gottes, eine Art Feierlichkeit der göttlichen Schöpfung. Es heißt im Vers 21, Sure 30, glaube ich, und zu seinen Zeichen gehört, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat. Das heißt, dass sie voneinander erschaffen worden, wiederum einander vervollkommnen, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Das heißt, in diesem sexuellen Akt auch findet man bei seinem Ehepartner Ruhe. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Das heißt, diese Beziehung zwischen Mann und Frau basiert sich wiederum auf Zuneigung, Liebe und Barmherzigkeit. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken können. Das heißt, dass die sollen dadurch auch diesen Akt besinnen und warum sie das überhaupt tun. Also es geht nicht nur darum, den sexuellen Akt auszuleben, sondern viel mehr darüber nachzudenken. Oh, vielen Dank. Jetzt weiß ich gar nicht, Herr Klausen, vielleicht Sie als ja. Nächstes. Also ich glaube, bei diesem Thema sieht man am deutlichsten, dass Asien sehr weit weg ist von Europa und dass die Traditionen dort eben wirklich sehr anders sind. Also generell nicht nur beim Buddhismus, sondern auch bei anderen Religionen wie beim Hinduismus
ist das Thema Sexualität, geht man da sehr unaufgeregt ran. Und der Buddhismus hat auch überhaupt nicht den Anspruch, da eine eigene, wie gesagt, es gibt keine Sexualmoral, also es gibt keine Regeln. Und die spirituelle Entwicklung des Menschen ist eine, man arbeitet mit dem Geist. Und das Körperliche, das auch das Sexuelle wird eher so gesehen wie andere körperliche Tätigkeiten, also wie Körperpflege, wie Sport, wie alles, was man mit dem Körper eben macht und was zu einem gesunden Körper und zu einem gesunden Geist dazugehört. Und es ist ja auch traditionell so, dass das auch sehr viel weit darüber hinausgeht, über nur Mann und Frau. Also in Asien ist es eben so, dass es schon immer mehr als zwei Geschlechter zum Beispiel gegeben hat. Dass man immer zwischen Mann und Frau dann eben auch die gesehen hat, die eben entweder homosexuell sind oder trans und oder die jedenfalls in dieses Schema nicht passen. Und das ist alles nicht moralisch irgendwo bewertet worden, sondern da ist eben die Regel, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit diesen fünf Silas. Eine dieser Sila, das ist ja, also eine dieser Übungsregeln ist ja, man soll keine unheilsamen Geschlechtsverkehr oder keine unheilsame Sexualität praktizieren. Und das bedeutet eben Missbrauch, Vergewaltigung, Nötigung, diese Sachen. Ne? Das ist unheilsam. Und dann ist das auch im Zusammenhang mit der Sexualität natürlich etwas Schlechtes. Aber das gilt auch für alle anderen Lebensbereiche. Das heißt, darf ich einmal kurz dazwischen gehen, dann wäre bei dem Gemälde, wenn ich jetzt die Geschichte dazu nehme, wäre es eine unheilsame Handlung. Denn Odysseus hat eine Frau zu Hause, zu der will er gehen. Kalypso weiß, dass Odysseus weg will. Wie wäre das? Das würde ich so nicht interpretieren, weil ich glaube, das ist kein Naturgesetz oder das ist eben auch nicht Gott gegeben oder so, dass es immer der heilsamste Weg ist, zum Beispiel, dass man, wenn man weit weg eine Frau hat oder so, dass man, also dass dieses Treuegebot, wenn das gut funktioniert, wenn das beiden für beide gut ist und beiden den Wünschen entspricht und wenn das gut ist, was Heilsames dabei rauskommt, dann ist gut. Aber es gibt ja auch Beziehungen, die sind zum Beispiel alles andere als schön und die bestehen nur noch aus Routine und aus Zwang und vielleicht ist man ja auch zusammengekommen, obwohl man sich gar nicht wirklich geliebt hat, sondern aus ganz anderen Gründen. Und da ist so die Frage, ob dann die eheliche Treue als festes Gebot, ob es so passt. Ich habe ja schon gesagt, als Buddhisten richten wir uns nicht so gerne nach festen Regeln, sondern gucken immer hin, wie ist die Situation. Und es gibt ja nun eindeutig Beziehungen, die in sich unheilsam sind und wo man zum Beispiel dann auch Personen manchmal empfehlen muss, ihr solltet vielleicht auseinandergehen, ehe ihr euch die Köpfe einschlagt oder so. Mhm. Frau Kaminska, wie ist das in der jüdischen Tradition? Ich schiele auf die Uhr, die da vorne läuft. Zuerst, also es ist ähnlich, ein bisschen nähert sich das Judentum dem Islam in diesem Punkt oder im Gegenteil, also im Gegensatz Islam dem Judentum, weiß ich nicht. Es geht um Heilung der Ehe, also wirklich Sexualität im Rahmen einer Ehe. Also selbst die Hochzeit ist eine Heilung. Also weswegen? Weil diesen sexuellen Akt erzeugt das Leben. Und Chaim, also das Leben ist das Wichtigste in unserer menschlichen Existenz. Ja, deswegen ist diese Heiligung das Geheimnis des Lebens. Mhm. Aber es gibt auch die... Also nicht treu sein, das ist Übertretung des Gesetzes. Ne? Also das außereheliche Beziehungen im orthodoxen Judentum sind absolut verboten. Es gibt eine Lösung, weil die Menschen unterschiedlich sind, eine Scheidung. Ja, das ist, Scheidung ist zugelassen. Und nach der Scheidung kann man den anderen heiraten, wenn es... Also unabhängig von verschiedenen Situationen, ja, also das ist, muss man mit dem Rabbiner, also mit dem rabbinischen Gericht auch im Scheidungsprozess besprechen.
Aber es ist möglich, ne? Also sich zu trennen. Es ist nicht für alle Ewigkeit. Das andere, also das, was Odysseus, ich sehe das Erkennen, also wenn Odysseus sich endlich entscheidet, zu Penelope zu gehen, das ist auch diese Erkenntnis, ja, also der Verantwortung. Das ist auch wahrscheinlich in diesem Akt sowas als Lernprozess dargestellt. Also er denkt jetzt an seine Frau, nicht an Kalypso, und schaut Kalypso nicht in die Augen. Und das ist diese Erkenntnis, ich habe eine Frau, ich habe meine Verantwortung. Ne? Das ist das auch ein bisschen ein bewusster Akt des Bewusstseins und des Lernens. Das finde ich ganz schön, dass Sie das sagen, weil es eigentlich so eine Verbindung darstellt zu beiden, was Herr Clausen und auch Monique gesagt hat, Dukali, dass es eben auch um das die Fähigkeit des Menschen geht und die Verantwortung des Nachdenkens. Es geht eben nicht nur um eine fleischliche Verbindung. Und in dem Gemälde ist wirklich ganz interessant, Herr Clausen sagte das am Anfang, dass man an den Beinen und Oberschenkel gar nicht so richtig erkennen kann, welcher Körperteil eigentlich zu wem gehört. Da scheint tatsächlich so eine Verbindung, eine engere Verbindung zu sein, ein Verschlungensein. Ja. Und aber die Köpfe und tatsächlich auch das, was offensichtlich in den Köpfen vorgeht, in den Blicken, da wird eine andere Sprache, auch eine andere Bildsprache gesprochen. Das finde ich ganz spannend, wie Sie das eigentlich durch Ihre Gedankenblicke auch so gelesen haben, herausgearbeitet haben. Gibt es von Ihrer Seite noch einen Punkt, der Ihnen ganz wichtig ist, den Sie im Kontext jetzt dieses Themas Sexualität und Sünde oder Bedeutung von Sexualität in den Religionen sagen möchten? Vielleicht. Ja, gerne. Also es geht um jüdische Philosophie, also das gegenwärtige Emmanuel Levinas wieder, polemisiert mit Plato und mit dem griechischen Denken, also diese Einssein im sexuellen Akt. Der Mensch verschwindet nicht, also der ist immer da, auch in einem sexuellen Akt. Mhm. Und es geht darum, dass man ihn nicht als Eigentum betrachtet. Also durch die Verschmelzung ist es nicht mein Eigentum. Es gibt eine Grenze. Ja, auch die Körper sind, also Grenze der Haut zum Beispiel. Ne? Das ist eine schmale Grenze, aber die ist unendlich. Das sagt auch Emmanuel Levinas, dass der Mensch ist nicht mein Eigentum. Also selbst wenn es um Liebesakt geht, muss man Respekt zeigen und der andere verschwindet nicht. Sein Körper ist da. Ne? Mhm. Herr Dukali, Sie haben die Hand gehoben. Ja, mir gehen verschiedene Gedanken durch den Kopf. Erstmal, wenn wir das jetzt als Sünde betrachten sollen, also was auf dem Bild passiert, dann kann man verstehen, dass warum der Mann sich zurückzieht aus dem Akt und nicht mitmacht. Aber wenn es eine Beziehung in der Ehe ist, dann sind Mann und Frau hier gleichberechtigt. Das heißt, beide sollen gleichberechtigt sexuell befriedigt sein. Also nicht nur die Frau hier ist ein Objekt, sondern ist eine Begegnung, sage ich mal, auf Augenhöhe. Genau. Und wenn wir das auch wiederum als Unzucht, als Sünde im Islam betrachten, dann finden wir
verschiedene Verse im Koran, die sagen, kommt der Unzucht nicht nahe. Das heißt, nicht nur der Akt, also die Unzucht ist im Islam verboten, sondern auch in der Nähe zu kommen ist verboten. Das heißt, was zum Verboten führt, ist auch wiederum verboten, um sich nicht zu schaden. Also das ist so eine Art Schutz. Das heißt, alles, was zu diesem verbotenen Akt außerhalb der Ehe führt, ist verboten. Wie beispielsweise eine fremde Person mit der Absicht oder mit sexuellen Gedanken zu berühren Taten, die zu dieser Akt sozusagen führen, wie eine fremde Person zu küssen mit sexuellen Gedanken und so weiter. Und das gilt alles im Islam als, ich nenne das mal so Vorspiele oder so, die zum sexuellen Akt führen. Ja. Ja, danke schön. Ich würde, Herr Clausen, genau. Ja, vielleicht noch einen kurzen Gedanken. Ja, naja, das gehört auch zum Thema. Also ich ja, unbedingt. Ich möchte mal sicherstellen, dass das, was ich erzählt habe, nicht jetzt so missverstanden wird, dass die Buddhisten jede Art der Unzucht und der Liederlichkeit und welche Wörter es da gibt, folgen würden, sondern der Unterschied ist eher, oder das Entscheidende ist eher, dass dabei so der Respekt, Anerkennung und Achtsamkeit im Mittelpunkt einer menschlichen Beziehung stehen soll. Das heißt also Respekt auch, dass man, wie gesagt, dass man auf Augenhöhe ist, dass man den Willen der anderen Person respektiert, dass man sie so nimmt, wie sie ist. Und Achtsamkeit ist ja auch dann was Besonderes Wichtiges, nämlich dass man es lernt, und das ist ja eine geistige Übung. Durch Meditationstechniken schult man seine Achtsamkeit. Man lernt es eben, nicht nur die eigene Perspektive, sondern immer auch den Blickwinkel der anderen beteiligten Personen einzunehmen und sich auch immer Gedanken darüber zu machen und zu versuchen zu interpretieren, also was denkt mein Partner oder was denkt die Person, mit der ich gerade Kontakt habe, was sind ihre Motivationen, was will ich, was sind eigentlich meine Motivationen, die ich bisher gar nicht so mir bewusst gemacht habe und so weiter. Dass man also einen möglichst achtsamen, heilsamen, respektvollen Umgang miteinander hat. Das ist eigentlich so im Kern. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt irgendwo da wilden Sex zu haben oder so. Das ist eher so nachrangig. Also zumindest ist das Ideal und das, worin man sich schult, dass man eben verantwortungsvoll, achtsam und respektvoll mit anderen Menschen umgeht, egal welchen Geschlecht sie sind. Ja. Frau Kaminska, können Sie sich kurz fassen? Ja, ganz kurz habe ich etwas vergessen. Es geht um Homosexualität im Judentum. Ja, das ist auch gefallen, stimmt. Es ist im orthodoxen Judentum und durch Halacha, also Gesetzbuch des Judentums, ist es verboten, vor allem zwischen Männern. Aber inzwischen, es gibt so viele Strömungen, also vor allem reformiertes Judentum, selbst das konservative Judentum, es spricht sich für homosexuelle Paare. Also das ist, jetzt ist es wirklich Umwandlung, es ist Zeit, wirklich alles neu zu definieren oder zu kommentieren, selbst diesen Halacha-Gesetz. Das wollte ich sagen. Ja, danke schön. Das knüpft, glaube ich, an das an, was Sie sagten. Und ich würde jetzt zurückgehen zur großen Ansicht von den Referierenden und die Bildpräsentation beenden. Das entspricht oder knüpft eigentlich an das an, was Sie anfangs sagten, dass die Gebote und Verbote immer wieder neu diskutiert werden, dass das auch eine lebendige Diskussion ist. Und ich glaube, darin, da knüpft das an, so habe ich Sie verstanden, dass eben auch Dinge in der
jeden Generation vielleicht neu diskutiert werden und neu bewertet werden. Es waren viele, viele Gedanken und ein großes Thema mit dem Thema Sexualität haben wir es dann noch größer gemacht, als es vielleicht eh schon war. Aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen dreien für diese wirklich tiefen Einblicke, auch offenen Einblicke in die jeweiligen Traditionen. Sexualität ist vielleicht auch ein Thema, über das man nicht einfach mal so locker redet, aber ich finde, dass das sehr bereichernd und offen war und auch ein mir selbst ein sehr gewinnbringender Austausch. Ich habe aufgrund des Chats gemerkt, also es waren ganz viele Gedanken zu den Gemälden jeweils, die geäußert wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch daran war deutlich, wie dass das unter den Nägeln brennt oder die Gemälde auch einfach sehr anregend waren für das Gespräch. Insofern danke an die vielen Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Chatterinnen und vielen Dank an Sie drei. Die nächste Dialogveranstaltung, und ich glaube, wir müssen nochmal digital sie durchführen, ist am 4. März zum Thema bedeutende Frauen in den Religionen. Das wird, glaube ich, auch sehr spannend und Sie werden über die verschiedenen Kanäle wieder eingeladen, über die Kunsthallenseite, Akademie der Weltreligion, über die Partnerinnenorganisation. Wenn Sie mögen, nehmen Sie gerne wieder teil. Und der Dialog heute ist, da er ja auf YouTube läuft, auch im Nachhinein noch zu sehen. Also wenn Sie mögen, können Sie den auch gerne nochmal weiterempfehlen oder nochmal anschauen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank an die Referierenden, an die Zuhörenden und einen schönen Abend an alle. Danke. Ja. Tschüss.